Hallo meine Lieben, heute ist mal wieder Zeit für ein neues Video und wie ihr vielleicht erkennt, ist ein bisschen Sonne da draußen und das macht natürlich das Licht wunderschön, wenn man ein Video dreht. Ja, also heute geht es um die australischen Einfuhrbeschränkungen und da gibt es eine ganze Menge, aber in Australien ist ganz besonders wichtig, alles Zeugs, was lebt oder mal gelebt hat, muss man halt voll vorsichtig sein. Das liegt halt daran, dass Australien ja so ein isolierter Kontinent ist und da hat es auch gar keine irgendwelchen komische Viren gegeben, zum Beispiel Cholera, Denguefieber, japanische Enzephalitis, Lepra, Malaria, Tollwut, Typhus. Australien ist frei von Infektionskrankheiten und deswegen passen die halt total auf bei lebendigen Dingen oder halt organischen Dingen, die mal die ins Land kommen über die Flugzeuge halt, also über die Passagiere. Es gibt natürlich trotzdem Fälle von diesen Infektionskrankheiten, aber dass die dann kommen die in so ein Medical Care am Flughafen gleich und dann schwupps werden die gleich in Quarantäne gestellt. Ja, das wollen wir alle nicht und ach Mann, das Wetter. Die ganze Zeit regnet es schon. Und ich habe in 2 Tagen Geburtstag und wenn 2 Wochen lang regnet, dann steht die Wahrscheinlichkeit ziemlich schlecht, dass es in 2 Tagen nicht regnet. Genau, also heute ist Thema Einfuhrbeschränkungen. Es gibt halt Dinge, die müssen beim Zoll deklariert werden, also wenn man im Flugzeug sitzt, bekommen die Passagiere eine Incoming Passenger Card und da müssen sie halt aufschreiben, ob sie Dinge zu deklarieren haben. Das was, sage ich gleich. Aber es ist wichtig, dass ihr das unbedingt deklariert, weil wenn es nicht deklarierungspflichtig ist, dann passiert auch nichts. Und lieber zu viel deklarieren als zu wenig. Weil es gibt halt richtig Ärger, wenn ihr was, wenn ihr denkt so, ach naja, vielleicht komme ich so durch. Und dann hätte das deklariert werden müssen. Also lieber auf dieser Incoming Passenger Card deklarieren lassen. Ist das zu laut mit den Autos? Ja, kann ich ja jetzt auch nicht hören, aber ich hoffe es ist nicht zu laut. Ich habe jetzt gerade mal das Fenster ein bisschen warm gemacht. Also es gibt halt Dinge, die deklariert werden müssen und Dinge, die ganz verboten sind. Und dazu, da muss ich halt, das kann ich alles nicht aus dem Kopf, da muss ich jetzt mal ein bisschen lesen für euch heute an diesem schönen Gemischt-Wettertag. Pflanzenprodukte. Pflanzenprodukte aus Stroh, Holz, Palmblätter, Getreide, Kokosnuss, Bambus, Ried, Tannenzapfen, getrocknete Blumen. Sowas müsst ihr deklarieren. Ja, es ist wirklich nicht zu... Also... Ich war ja noch nie dort, aber okay, also zum Beispiel ein Strohhut, ja, ein Strohhut, den ihr für den Strand mitnehmt, müsst ihr deklarieren. Und an Pflanzenprodukten verboten sind alle lebenden Pflanzen, sowie Bananenblätter, Samen und Nüsse. Also ihr dürft, weiß ich gar nicht, Studentenfutter nicht mitnehmen? Ich meine, es ist ja in der Tüte, aber gut. Weiter geht's mit Tierprodukten. Tierprodukte wie Tierfelle, Tierhaut, Sehnen, Horn, Pelz, Federn, Haar, Eierschalen, Knochen, Muscheln, Korallenstücke, Wolle, Faden, Teppiche, kurzum alles, was vom Tier stammt. Zum Beispiel auch an Musikinstrumenten. Mhm. Okay. Ausgestopfte Tiere brauchen ein Zertifikat des Tierpräparators. Ja. Also das waren die deklarierungspflichtigen Tierprodukte und verboten sind alle lebendigen Tiere. Okay. Hm. Also das, damit meinen die aber nicht, dass ihr nicht irgendwie, wenn ihr auswandert, euren Hund mitnehmen könnt oder so. Das ist... Es geht halt um Sachen, die ihr wahrscheinlich im Handgepäck habt. Weiter geht's mit deklarierungspflichtigen Lebensmitteln. Lebensmittel, egal ob gekocht oder roh, frisch oder im Glas, eingemacht, essbar oder medizinisch anwendbar. Zum Beispiel Trockenfrüchte, Gemüse, Kräuter, Gewürze, Tee, Kräutermedizin, Süßes, Nudeln, Reis, Kaffee, Milchgetränke, Bienenprodukte. Also das müsst ihr alles deklarieren.
Deswegen, ich mache mir echt einen Kopf, weil wenn ich fliege, ich esse sehr viel. Und ich kann auch nicht den ganzen Tag dasselbe essen. Und es ist dann bei mir so, worauf ich gerade Bock habe. Und mein Freund ist Koch und unser Kühlschrank ist immer voll und er macht mir auch immer, was ich ja gerade haben möchte. Und das ist natürlich total der Luxus, das weiß ich. Aber im Flugzeug gilt das natürlich nicht. Aber trotzdem habe ich Angst, im Flugzeug zu verhungern. Also, ja, da überlege ich mir schon die ganze Zeit, was ich eigentlich. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es Mahlzeiten gibt, aber trotzdem weiß ich nicht. Vielleicht ist das viel zu wenig. Dann esse ich zwar noch das Essen von meinem Freund auf, das ist ja auch gewohnt, aber wenn das dann nicht reicht, dann muss ich irgendwas. Und da habe ich mir schon was rausgesucht, was ich essen dürfte. Und zwar Kekse, Müsli-Riegel und Cracker. Das muss aber wahrscheinlich alles eingepackt sein. Ach, ist das komisch hier mit den Sachen hier so. So, ja, verboten an, also das waren die deklarierungspflichtigen Lebensmittel. Und verboten sind Fleisch, Fleischprodukte, Eier und Milchprodukte. Einzige Ausnahmen sind Babymilchprodukte, wenn mit einem Baby gereist wird. Obst, Gemüse, Lachs und Forellenprodukte. Ja, okay, also das heißt, man darf zum Beispiel kein Obst und Gemüse als ins Handgepäck nehmen. Das nehme ich zum Beispiel immer, wenn ich so sonst fliege mit. Weil man ja auch keine Getränke mit reinnehmen darf und das ist eigentlich immer Obst ein guter Wasserspeicher. Aber es ist verboten. Kleidung und Ausrüstung. Kleidung und Ausrüstung wie Lederkleidung, Schuhe, Lederschuhe, okay. Veterinärinstrumente, Sättel, Zaumzeug, Vogelkäfig, Zelt, Golfausrüstung und Fahrräder. Aha. Okay, das ist deklarierungspflichtig, ja. Ein Zelt zum Beispiel und Lederschuhe. Darf man nicht einfach mit nach Australien nehmen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ja da diese Backpacker, die stellt man sich ja immer als Camper und so vor, dass die halt immer ihr Zelt mit haben. Ja, aber es geht darum, dass bei diesen ganzen Sachen meistens Sand und Erde mit dran sein könnten oder da drin oder obendrauf. Und in dieser Sand und Erde, da können sich halt Erreger und Pflanzensporen oder Tiereier verbergen. Und darum geht es dann halt. Und deswegen ist auch Sand und Erde total verboten. Also hier steht echt, wenn man sandige Schuhe hat, dann muss man die beim Zoll reinigen lassen. Damit halt keine bla 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 Tiereier und so weiter dran sind. Ja, also das waren die strengen Einfuhrbeschränkungen. Dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die ihr nicht mitnehmen dürft, wie halt so Standardsachen. Also, was darf nicht ins Handgepäck? Gewehre, Feuerwaffen und Waffen. Ist klar. Aber geil. Auch die Wasserpistole des Kindes ist im Handgepäck verboten. Okay. Ja. Spitze und scharfe Waffen, scharfe Objekte. Scharfe Objekte. Ja. Stumpfe Instrumente. Zum Beispiel Keulen, Golfschläger, Skateboards. Skateboard erschlagen. Billardstöcke, Angelruten, Paddel und ähnliche Dinge. Also okay, es ist jetzt wirklich nur das Handgepäck. Ja, sowas ist ja meistens dann im Sperrgepäck. Sprengstoffe und brennbare Stoffe, ja, ist total neu, dass man das nicht mitnehmen darf. Chemische und toxische Stoffe. Batterien sind in der Regel unproblematisch, steht hier, weil das ist ja auch chemischer, das ist ja hochchemisch eine Batterie. Flüssigkeiten. Ja, Flüssigkeit ist halt diese Standardregel. In 100 Milliliter Packungen ist es erlaubt, sowohl Kosmetik als auch Wasser. Ich wollte es auch immer irgendwie austesten, ob ich so 100 Milliliter kleine Wasserflasche mit rein, nicht schmuggeln, sondern mit reinnehmen könnte.
weil ich habe natürlich auch Angst, im Flugzeug zu verdursten. Und das ist auch bei Australien gar nicht mal so unangebracht, weil es gibt ja eine hohe Thrombosegefahr. Und wenn man nicht viel trinkt, dann kriegt man Thrombose. Also ich hoffe echt, dass da in jeder zweiten Sitzreihe so ein Wasserspender steht, so, sonst was weiß ich. Ja, Flüssigkeiten ist halt genau das, was halt auch für Europa gilt, für Australien, in durchsichtigen Plastiktüten, bla bla bla. Und was darf nicht mit ins aufgegebene Gepäck? Also es gibt ja Handgepäck, aufgegebenes Gepäck und Sperrgepäck. Ja, aufgegebenes Gepäck darf nicht rein. Feuerzeuge, brennbare Flüssigkeiten, bla bla bla, radioaktive Stoffe, Sprengstoffe, halt alle Sachen, die auch nicht ins Handgepäck mit rein dürfen. Ja, und was halt ganz wichtig ist bei australischen Backpackern, ihr dürft so eine Butanflaschen, wenn ihr die zum Campen benötigt, man ja immer so, manchmal habe ich gehört, so kleine Campingkocher, und dafür dürft ihr halt keine Butanflaschen mitnehmen. Und jetzt nochmal die Zusammenfassung von allem, weil wenn ihr überlegt, was ihr halt mit an Bord nehmt. Verboten sind Eier sowie Ei- und Milchprodukte, Obst, Gemüse, Samen, Nüsse, lebende Tiere. Okay, falls jemand gerade ein lebendes Tier essen will. Also, Pflanzenmaterial und nicht in Dosen verpackte Fleischprodukte. Also ihr dürft, wenn ihr so eine Sülzwurst, ich finde das so eklig, das sieht immer aus wie Hundefutter. Sülze, so ein Fleisch in Dosen, es ist so widerlich und das stinkt auch wie Hundefutter. Man darf es aber mitnehmen, weil es ist in Dosen verpackt. Ja, okay. Geil, ich hasse das so. Hasst ihr das auch? Dann schreibt es mir in die Kommentare rein. Ich mache eine Anti-Sülz-Kampagne, ey. Was darf nicht nach Australien verschickt werden? Wenn man halt denkt, so, oh, ich krieg's nicht mit ins Flugzeug, lass mir das einfach nachschicken. Es darf nichts in Holz- und Pappkartons, die ehemals als Obst-, Gemüse- oder Fleischwursttransportkisten benutzt worden sind, verpackt werden. Ha! Wieder mal dieses Tiersporenzeug. Es darf nichts in Eierschachteln verpackt werden. Also, liebe Leute, auch wenn es total common ist, Sachen in Eierschachteln zu verpacken und zu verschicken, dürft ihr das leider nicht machen bei Australien. Zum Auspolstern der Sendung dürfen weder Stroh, Holzspäne oder ähnliches getrocknetes Pflanzenmaterial. Naja. Ja, genau. So, meine lieben Leute, das war's für heute mit Einfuhrbeschränkungen, Einfuhrbestimmungen. Habe ich noch was vergessen? Ja, nö. Naja, vielleicht. wenn ihr, also diese Sachen, die ihr halt deklarieren müsst, die müsst ihr halt im Flugzeug schon aufschreiben und dann geht ihr zum Zoll und lieber mehr raufschreiben als zu wenig, weil sonst gibt es Strafen. Es gibt auch sofort Strafen, wenn ihr halt irgendwie, wenn ihr keinen Bock habt zu deklarieren oder wenn ihr vergesst zu deklarieren, dann kann es Strafen zwischen 120 und 220 australischen Dollar geben. Und das müsst ihr dann gleich im Flughafen bezahlen. Und wenn nicht, dann kann auch mit einem Gerichtsverfahren gerechnet werden. So viel dazu. Nehmt es bitte ernst, ja? Okay? Ja. Ja, so, das war's für heute. Falls ihr Lust habt, mal ein bisschen mehr zu lesen. Oh Gott, mein Kaffee. Oh, ich habe fast meinen Kaffee auf meinen Reiseführer geschossen. Ja, wenn ihr Lust habt, ein bisschen mehr zu lesen, ich habe jetzt nämlich auch einen Blog, der heißt missaustralienblogspot.com. Da werde ich nach und nach meine ganzen Videos hochladen und werde aber noch ein bisschen ordentlicher, als ich spreche, aufschreiben, was ich in dem Video eigentlich meine und welche Infos ihr dann halt verwerten könnt. Manchmal schreibe ich auch was mich gerade persönlich so bewegt innerlich und was mit der Reise zu tun hat und also auch ein bisschen kritische Sachen da drauf auf dem Blog. Und das war's für heute und wir sehen uns, wenn ich wieder Zeit habe, und ich wünsche euch einen schönen Tag und vor allen Dingen schönes Wetter. In diesem Sinne, tschüss! Thank you.